Ich gehe davon aus, dass schon auch schon vor uns Leute die Chrom durchquert haben. Also werden wir es auch schaffen, nicht wahr? Oh, daran zweifle ich nicht. Also ja, wir kriegen das bestimmt hin. Wir müssen jetzt einfach nur hier zurück zu unseren Kamele laufen und dann macht man, was ja immer man macht in der Wüste. Ich denke, wir halten uns am besten an unsere Führer. Die werden schon wissen, was sie tun. Und uns Ratschläge geben. Okay, wir werden überfallen in der Wüste. Gibt es so Wüstenbanditen? So Wegelagerer? Novadis, meint ihr? Ich weiß nicht, wer da ist. Ich Ja, dachte das jetzt ist eine vielleicht. reelle Gefahr. Je Mein lieber nachdem, Priodo, ihr wie. solltet Wüstenbanditen und Novadis vielleicht nicht unbedingt gleichsetzen. Nun, es sind doch Novadis in der Wüste, oder nicht? Ich glaube, diese Ferkiner oder wie ihr Name war, Oh, das sind dürften die sich da auch Großen, ne? herumtreiben. Ich sag immer, das sind die Nicht. Großen, aber es sind gar nicht die Großen, oder? Waren das die Großen? Mitten in der Kom, nein, die. Der China halten sich eher hier in der Gegend von Fasa und Rashtuls, weil Gibt es der. Goblins in der Wüste? Warum sollte es in der Wüste Goblins? Goblins geben? Ich weiß es nicht. Also es wär möglich, aber ich hab keine Ahnung. Ich war noch nie Hier in der sind Kom. mit Keine Goblins kann man Goblins in der Wüste zumindest bekannt. Zumindest schaden. keine Stämme. Mit Also denen kann man muss ich zumindest normal reden. einfach nur Oh. Ausschau halten nach anderen Menschen, die uns Mit überfallen Novadis wollen. kann man auch re normal reden. Wir sind Menschen wie du und ich. Ja, aber wenn sie Wegelagerer sind, dann wollen sie uns ja überfallen und wollen mir meine Silberstücke wegnehmen. Kilian deutet auf seine spitzen Ohren. Ich glaube nicht. Ihr könnt sehen, wie einer der Marflies voll an euch herantritt. Salam alaikum. Ich bin der Marfli Tulef und ihr begleitet uns. Preis und Gruß, ja, wir begleiten euch. Bis Alaikum nach. assalam, Tulef. Ihr seid ein Djinn. Nein, ich bin ein Druide. Eure Ohren sagen, ihr seid ein Djinn. Wir haben großes Glück. Darf ich eure Ohren anfassen? Tut es und ich habe keine Hände mehr. Ach, Gillion, warum so feindselig? Weil ich mir nicht von Fremden die Ohren betatschen lasse. Es bringt großes Glück, das Ohr eines Djinns anfassen zu dürfen. Nun, er ist kein Djinn. Er ist ein Dann, Nun, mein hier lieber ist er Oma, ein Djinn. beschwört einen Djinn und wir fassen dessen Ohren an, aber meine sind keine Djinn-Ohren. Ihr müsst unterscheiden zwischen den Djinnim, den Wesen der dritten Sphäre, als dem Djinnim in dieser Kultur und in diesem Kreis. So werden doch Spitzohren, Elfen hier be so bezeichnet. Nun, wenn euch dieser Mafdi be euch gebeten haben würde, eure Kronjuwelen anzufassen, würdet ihr dies gestatten, wenn es Glück bringt? Oh, das wäre wohl was anderes, Ich aber. vermute mal nein. Richtig? Meine Antwort ist und bleibt nein. Versucht es und ihr verliert eure Hände. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unhöflich ihr sein könnt. Also gut, ich werde eure Ohren nicht anfassen. Sorashtula will. Danke. Und die Kronjuwelen anfassen. Er schüttelt leise und bedächtig mit dem Kopf. Ihr seid ein Priester von Praios, ja? In der Tat, offensichtlich. Und ihr seid Marley? Ich bin der Maftli, einer von ihnen. Ulef, er hat es sich schon vorgestellt. Nun, es ist äußerst unhöflich, ihn zu beten, gebeten zu haben, seine Ohren anzufassen. Das ist nun unhöflich in meiner Kultur. Es Versteht ihr das? bringt Glück in meiner Kultur, aber es ist unhöflich, in jeder Kultur die Hoden eines anderen Mannes zu betatschen. Nun, so gibt es kulturelle Unterschiede und ihr müsst lernen, sie zu respektieren. Nun, seinen Gastgeber zu beleidigen, ist in eurer Kultur also auch in Ordnung. Es war keine Beleidigung, es war nur eine Bitte um Unterlassung. Nun. Ich habe bereits verstanden, dass ich seine Ohren nicht betatschen soll. Darum müsst ihr mir nicht mit dem Säbel in der Hand drohen, Ich habe meine mein. Hände zu nehmen.
Ich denke, das ist nur eine rhetorische Floskel. Ich bin guter Laune, weil wir Käft ansteuern, aber ihr solltet an eurem Benehmen arbeiten. Omar, es ist mir eine Freude, euch an unserer Seite begrüßen zu können. Ich hoffe, ihr werdet dafür sorgen, dass eure Begleiter nicht den Dürretod sterben. Ich werde mein Bestes tun, dass niemand in unserer Anwesenheit, in meiner Anwesenheit den Dürretod sterben muss. Sei er doch mein Begleiter oder nicht. Marashtula Akbar. Also gut. Wenn ihr soweit seid, wir können aufbrechen. 5 Tage sind es von hier aus nach Shubila und dann reisen wir durch das Koram-Gebirge nach El-Karam. Na, dann freue ich mich gemeinsam oder dass wir uns euch anschließen dürfen. Wir werden sicher einige ereignisreiche oder zumindest erzählreiche Tage haben. So Rashtula es will. Und so brecht ihr auf, in Richtung Süden, vorbei an den verschiedenen kleinen und großen Staaten Maridor, Merabat, Nagila, Baran, Ohabin und all die anderen verschiedenen kleinen Dörfer, die so merkwürdig benannt worden sind. 5 Tage in der Steppe. Es ist warm. Ungefähr, ja, ihr würdet sagen 20, 30, vielleicht 35 Grad. Aber der Wind, der um euch um die Ohren weht, vor allem von Süden oder aber von Westen, er bringt wärmere Temperaturen, als die eigentlich durch die Sonne von oben herabkommen. So dass es sehr trocken ist und immer mit der Sonne wenig Schatten. Auch die Steppe um euch herum ist zwar grasbewachsen, aber alles sehr, sehr dürr. Es gibt keine Bäume. Und so ist die Reise schon mal ein erster Vorgeschmack. Auch wenn ihr wisst, dass es noch schlimmer, noch wärmer wird, ist es schon etwas trostlos, möchtet ihr meinen. Gerade wenn ihr es mit dem saftigen Mittelreich vergleicht und dann jetzt hier diese kargen Steppen vor euch seht. Es ist jetzt schon... Ja, es lädt zur Einkehr ein. So wie ihr dann mit dem Kamel neben euch marschiert, könnt ihr natürlich noch die anderen Reiseteilnehmer mit kennenlernen. Tulev, der Maftli mit seinen anderen beiden, Omar und Rashmen, die sind wohl freundlich, ja, weil sie Keft anlaufen, aber mit Gaftar, dem Händler, könnt ihr wohl noch am meisten anfangen. Hat er euch doch damals eingeladen in Fazar und auch die anderen Novar, die Reiter und Krieger, die euch begleiten, sind sehr verschlossen. So dass ihr dann euch vor allem untereinander unterhalten könnt oder dann eben mit dem Händler Gaftar, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Habt ihr in den 5 Tagen irgendwas weiteres vor? Wollt ihr etwas wissen? Sitten, Ratschläge? Ich erkundigen die Novadis, ob das ein Stamm ist oder eine Überbezeichnung oder ja, wie erkennen sie sich untereinander? Sind das Sippenverbände oder Familien? Es sind große Sippen. Es gibt in vielen Städten viele Bennys, viele Söhne von und sie gehen zurück alle auf Rashtula. Aber er hatte viele Kinder und so sind sie in alle Welt verteilt. Und sie sind alle dem Kalifen untertänig? Ja, dem ist so. Der Kalif und seinen Vezieren. Und der Stamm wird dann von einem Baron geleitet? Oder wie nennt sich das bei den Novadis? Von den Maftlis. Ah, die Stimmen werden natürlich von den Maftlis regiert. Nun, sie sind die geistigen Anführer. Sie sind die Verhandlungskünstler, möchte man so sagen. Und wer hat die weltliche Macht in den Händen? Das ist auf alle Fälle der
Nun, er sitzt selbst in Unau, aber er ist selbstverständlich auch Reisen. Er bereist sein ganzes Gebiet, aber der Kalif, er hat viele Paläste. Der Kalif hat natürlich Macht, unter ihm Sultane, dann die Base. Beirun, ja. Sultane, Kalif, Sultan, Beirun. So ist die Rangfolge in der Machtfolge. Ja, Effendi, aber wir hören alle auf die Maftlis. Sie sprechen die Weisheit. Verstehe. Und dann gehört jede Oase irgendeinem dieser Base, oder wie? Nun, sie ziehen auch weiter, gerade wenn Wasser versiegt oder die Wüste neue Oasen formt und die alten verschluckt. Es gibt einige stabile Oasen, aber zumeist ziehen wir von Oase zu Oase. Und wer bestimmt, wer welche Oase beherrschen darf? Der Kalif oder die Stämme unter sich? Die Maftlis. Wir leben mit der Natur. Wir sind echte Novadis, nicht so wie die in Fassar. Sie sind korrumpiert von den Tulamiden, die sitzen geblieben sind. Novadis ziehen von Oase zu Oase, in Harmonie mit der Welt. So Rashtula will. Verstehe, deswegen kennt ihr vielleicht auch die besten Wege durch die Gruben. Das macht Sinn. So ist es. Geft ist ein Symbol, mein Freund. Dort trat Al-Abu unter uns. Er offenbarte sich seinem Volk, den Söhnen und Töchtern der Wüste, nachdem er uns lange beobachtet hatte. Wir hatten uns bewährt. Seine Worte auf As-Shidi al-Rashtul in Geft wurden die 99 Gesetze, die wir begannen, und das Kalifat und seine Offenbarung zu errichten. Die Beni Novad waren die Ersten, aber auch andere Kinder anderer Stämme waren dort. Aber die Beni Novad sind die Größten, als er damals zu uns sprach. Ach, ihr habt Gesetze? Interessant. Habt ihr vielleicht ein Exemplar für mich? Ich bin sehr an Gesetze interessiert. Selbstverständlich. Es ist aber in der Heiligen Schrift geschrieben. Versteht ihr die Glyphen von Una? Wir werden sie euch beibringen. Er nimmt dann, während ihr durch die Wüste geht, beziehungsweise nicht durch die Wüste, während ihr durch die Steppe geht, klaubt er schon mal so einen Stab oder einen Stecken auf, der da herumliegt. Und wenn ihr dann am Abend rastet in einer Karawanserei, wird er dann mit dir gemeinsam nach draußen vor die Karawanserei gehen, so ein bisschen die Steppe auf. Schieben, sodass ihr dann Sand oder Erde vor euch habt, und dann wird er mit dem Stecken die Glyphen in den Boden zeichnen und währenddessen dann auch übersetzen und das, was er dann spricht, mit eben tragen. Die Gottgefälligen zählen getreulich die Tage, damit sie gewiss die 7 vom 8 und von der 9 trennen verstehen. 2. Die Gottgefälligen schaffen mit Fleiß an jedem Tag der 7 Tage. Also du musst jeden Tag arbeiten, oder was heißt das? Dem ist so. Ihr habt also 9 Tage in einer 7-Tage-Woche. Wir schaffen an jedem der 7 Tage. Das erste Gesetz lehrt uns die Mathematik. Wir müssen sie verstehen. Aber es macht für uns keinen Sinn, so wie für euch Sitzengebliebenen, dass wir nicht arbeiten. Wenn wir einen Tag nicht arbeiten und sitzen bleiben oder gar einen zweiten, so wird uns das Wasser unter den Ledern schlecht. Wir müssen arbeiten. Nun, das ist ein guter Vorsatz. Arbeitet schadet nie. Arbeite und bete, wie man in meinen Kreisen sagt. Kennt ihr etwas auch? Arbeite und bete? Wir arbeiten immer und wir beten immer. So Rashtula will. Dann haben wir schon etwas gemeinsam. Steht in euren Gesetzen denn auch was dazu, wann man das Feld ernten muss? Das ist ja schon wichtig.
Wie, dies sind die ersten zwei Gesetze. Ich bin sehr froh, dass ihr fragt. Es sind noch 99 weitere, die über den Alltag und die Rechtgläubigkeit gehen, von der Mehrung und von der Disziplin. Die letzte Ermahnung, aber auch von der Nahrung, die den Rechtgläubigen erfüllt. Zum Beispiel hier, die 14, die gottgefälligen Speise nichts, was mehr als 6 Beine hat. Warum? Was hat denn mehr als 6 Beine? Ja, weil 100 Füßler widerlich schmecken. Und Spinnen vermutlich auch. Spinnen gehen tatsächlich einigermaßen. Soweit ich mich richtig erinnere, ist 15 auch der gottgefällige Speis nichts, was 4, 5 oder 6 Beine hat und auch Flügel hat. Das ist richtig, Oma. Das also heißt, Gottesanbeterin fallen aus? Also so gut sind, also es gibt schon gar nicht so schlechte Vögel, muss ich sagen. Die etwas dickeren? Ich habe noch nicht selber eingeschossen, aber ihr müsst wissen, mein Bruder hat schon mal eine, ich weiß nicht, wie der Vogel heißt, geschossen, aber er war ganz lecker. 17. Die gottgefälligen speisen keine Nebelkrähe und auch keine Sandkrähen. Auch die Rohrdommel nicht. Den Lämmer und den Bartgeier nicht. Die Fledermaus und den Sturtpelikan. Sie sind ebenso untersagt. Sind das so heilige Tiere oder warum darfst du die nicht essen? Die schmecken vermutlich nicht. Der Geier. Fledermaus schmeckt durchaus sehr lecker. Der Geier ist das Tier des Todes. Was ist denn ein Geier? Ist das so eine Art großer Rabe? Wir werden sie sehen. So in der Art, nur größer. Keine Sorge, dort wo die Karawanen gehen, dort sind auch die Geier. Und so könnt ihr die nächsten 5 Tage tatsächlich viel über Recht lernen, über die Kultur der Novadis und auch die Glyphen von Unau. Die Maftlis selber, während ihr euch mit dem Händler unterhaltet und von ihm so ein bisschen Rechtskunde erhaltet, spielen rote und weiße Kamele. Und das kann euch auch der Händler Gaftar erzählen. Die spielen seit 2 Jahren das gleiche Spiel. Das wird dann immer abgebaut und neu aufgebaut und dann spielen die weiter. Und das seit 2 Jahren. Die Partie ist unglaublich spannend. Wenn man das Spiel kennt. Wenn man das Spiel hat, ja, aber also er ist halt wirklich, also das sind wirklich gelehrige Männer, sagt er. Kann er euch dann auch zeigen, wenn die dann irgendwann, wenn ihr dann mit den Glyphen von Unau dann fertig seid, beziehungsweise fertig ist man damit nie, aber wenn es dann irgendwann nach drin geht, um dann Tee zu trinken, könnt ihr dann in der Karawanserei eben auch erkennen, wie er sich so ein bisschen über das Spielfeld beugt, euch dann so ein paar Züge erklärt. Und eben auch sagt, was für das letzte Mal vor 3 Monaten das, was unglaublich Spannendes passiert. Da ist die Karawane an der Oase stehen geblieben. Und zu dem Zeitpunkt haben sie dann wohl einen Sandsturm ausgewürfelt, der die Oase versiegt hat. Dadurch gab es eben einen unglaublich großen Vorteil für den einen Maftli mit dem Namen Rashmen. Und also es ist ein unglaublich spannendes Spiel, wie gesagt. Und jeder Tag ist neu zum Mitfiebern. Also seine Vermutung ist, dieses Spiel vielleicht, wenn sie in Keft selbst sind und ein bisschen länger spielen, dann wird es in 5 Jahren wahrscheinlich zu Ende sein. Und er freut sich schon jetzt auf das Ende. Also Prio, du, ich verstehe nicht, was die da tun. Die spielen ein einheimisches Spiel, wie es scheint, mit Kamelen und... Ja, aber ich hab gesagt, das sollte so noch 5 Jahre dauern. Was haben die denn vor? Rote und weiße Kamele? Kennt ihr das Spiel nicht? Ich habe also ich gehört. Kann würfeln. Habt ihr schon mal gewürfelt? Dann nehmt ihr 2 Würfel, dann nimmt man so einen kleinen, es ist so ein kleiner Tonbecher, packt man in den Tonbecher, dann würfelt man, dann dreht man den Tonbecher um und wer mehr gewürfelt hat, hat gewonnen. Aber das dauert aber nicht so lange. Das ist zum größten Teil Glück. Man hat keinen Einfluss auf die Würfel, außer man möchte dem mit Magie ein wenig nachhelfen. Aber Rote und Weiße Kamele ist ein Spiel der Strategie und auch Glück kommt drin mit vor, aber am Ende gewinnt doch derjenige, der dem anderen Spieler strategisch erhaben ist. Beherrsche dieses Spiel? Ich beherrsche dieses Spiel. Ich habe schon einige Partien gespielt, auch wenn nicht besonders viele gewonnen. Das liegt wohl meistens daran, dass
ich mir Spielpartner aussuche, die das Spiel um einiges besser beherrschen als ich. Ja, aber dadurch konnte ich viel lernen. Ihr könnt es uns hier beibringen, dann habt ihr schon mal einen Vorteil gegenüber uns Anfängern. Oh, ich sehne mich nicht darin, irgendeinen Vorteil in diesem Spiel zu haben. Ihr werdet sehen, worin die Magie liegt. Es ist nicht darin zu gewinnen oder das Ende zu erreichen, auch wenn die meinten, sie freuen sich darauf. Doch glaube ich, dass sie sich umso mehr auf die Zeit freuen. Der Weg ist das Ziel. Auch wenn wir nach Geft reisen und dies das eigentliche Ziel ist, aber jedes Mal, wenn wir erneut durch die Wüste ziehen, ist auch das ein Ziel und lehrt uns unter anderem Disziplin. Ja, da müsst ihr wissen, rote und weiße Kamele ist fast wie Krieg. Ja, ihr spielt es, ihr habt auch eine mittelreichische Version dieses Spiels. Es ist wesentlich einfacher, aber wie sagt man? Dieses Brettspiel mit Krieg. Garadan? Das meine ich, Garadan. Es ist. Das habe ich auch nie verstanden. Da sind so viele verschiedene Dinge und die bewegen sich alle und ich habe ihn nie verstanden. Nun, ihr habt eine Karawane. Ihr müsst mit euren roten und weißen Kamelen von der einen Oase zu der anderen ziehen. Und die Wüste ist zufällig jedes Mal anders. Ihr habt Krieger, die ihr ausschicken könnt, um die andere Karawane zu überfallen. Und nun, es ist ein wirklich spannendes Spiel. Es ist vermutlich ein Abbild der Realität hier in dieser Wüste, vermutlich. Das auch. Eine Analogie, könnte man sagen. Ihr seid ein gelehriger Mann. Interessant. Warum man sich mit so etwas beschäftigt, verstehe ich zwar nicht ganz, weil man sollte das reale Leben dem Brettspiel vorziehen, aber ich kann es verstehen. Aus genau dem Grund, den ihr angesprochen habt. Viele Händler tun nichts anderes, als rote und weiße Kamele zu spielen, außer tatsächlich, in der Realität, in der Wüste, aber jeder von uns ist ein Händler. Heißt das, dass wir unsere Fähigkeiten oder ein Spiel rote und weiße Kamele nicht genießen können oder unsere Fähigkeiten darin verbessern können? Nun dann, was tut ihr, wenn ihr nach einer Tagesreise erschöpft in einer Karawanserei unterzieht? Was tut ihr dann? Außer Tee trinken. Ach so. Meditieren. Meditieren. Beten. Aber. Und lesen. Dieses Spiel scheint mir zumindest spannender zu sein als Garadan. Garadan ist ein zutiefst primitives Spiel. Man kann sich einfach die Züge auswendig merken und diese runterspielen. Dann habt ihr noch nicht oft Garadan gespielt, wie es scheint. Es gibt mannigfaltige Variationen. Habt ihr schon mal gewürfelt? Ich schau mal Rogel an. Ja. Ich würfel gerne. Würfelt ihr auch gerne? Warum guckt ihr jetzt alle so? Nun, es ist wohl ein sehr fexisches Spiel. Es zieht sie nicht für einen Preisgeweihten zu würfeln. Ja gut, das stimmt natürlich. Ich habe in meiner Heimat ein Würfelspiel kennengelernt, das heißt die Strafe der Zwölfe. Ein Trinkspiel von zweifelhafter Durchführung. Jedes Mal, wenn man schlecht würfelt, muss man einen trinken, oder wie? Nein, ihr nehmt zwei sechsseitige Würfel und zeichnet auf ein Blatt oder auf einen Tisch 12 Felder und stellt darauf verschiedene Schnapsgläser verschiedener Stärke. Dann wird gewürfelt. Auf dem ersten Feld dürft ihr als Summe der beiden Würfel keine 1 würfeln. Das ist einfach, wie ihr sicherlich verstehen werdet, denn mit zwei Würfeln. Genau. Ja. Denn der Herr Priors straft nicht die ohne Schuld sind. Auf dem zweiten Feld dürft ihr keine 2 würfeln, auf das Ronde euch wohlgefällig sei. Auf dem dritten, dem Herrn Effer zu ehren, keine 3 und so weiter bis zum 12. Feld. So die 12 euch für würdig befinden, kommt durch die 12 Felder, ohne etwas trinken zu müssen. So die 12 euch strafen wollen, für euren Hochmut gegen sie würfeln zu wollen,
trinkt ihr alle Gläser, die nach eurem Feld kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur ein billiger Vorwand ist, um die Zwölfe zu benutzen, um sich zu betrinken. Ein sehr fragwürdiges Spiel. Also, mal gucken, ob ich es verstanden habe. Also, wenn ich jetzt, also, ich würfel jetzt. Und dann würfel ich bei Praios, aber Praios straft ja nicht, weil Praios ist ein guter Gott. Und deswegen muss ich bei Praios nicht trinken. Aber dann würfel ich ganz schlecht bei Rondor. Und dann würfel ich schon die zwei. Da muss ich die anderen 11 Gläser alle trinken. Am Stück, ja. Es ist Ziel, dass die Zwölfe einen verschonen und nicht strafen. Ah. Mein lieber Praios, es geht also nicht darum zu trinken, sondern nicht zu trinken. Am besten spielt das Spiel gar nicht, dann müsst ihr gar nicht trinken. Ist es nicht so viel einfacher? Mein Meister und ich haben das einmal zusammen gespielt. Nicht mit verschiedenen Schnäpsen, sondern mit Pflanzenextrakten, die an Schärfe zunehmen.